Dancing in the Shadow ist eine Musical-Serie, die erste Musical-Serie Deutschlands. Und die behandelt Themen wie Toleranz, Identität, Liebe, Freundschaft und noch vieles mehr. Also eigentlich alles, was eine gute Serie braucht. Und genau, guckt euch die Serie an. Sie wird die Premiere im Oktober haben. Und in dieser Serie singe und tanze ich nicht etwa, nein. Ich bin mit meinen zwei Poetry Slam Texten da drin und die habe ich heute auch für euch mitgebracht. Also ich habe heute zwei Poetry Slam Texte für euch und das dritte, was ich für euch mitgebracht habe, ist ein Theaterstück, was ich vor ein paar Jahren geschrieben habe. Und dafür brauche ich später noch eure Hilfe, wenn ihr Lust habt. Genau. Aber ich will jetzt mit meinem ersten Text beginnen. Der erste Text trägt den Titel Warum mehr Analsex die Kluft zwischen Arm und Reich senken kann. Als ich von meinen Mitbewohner fragte, worüber soll ich den heutigen Poetry Slam schreiben, da kamen die Antworten: erstens, Sexismus, beliebtes Thema. Zweitens, Analsex. Okay? Drittens, die Kluft zwischen Arm und Reich. Na gut, und wie ich diese drei nun sehr eng miteinander verwandten Themen zu einem Text verwoben habe, das hört ihr jetzt. Ein Mann kann kein Kleid tragen, nachts Frau Begleitung haben. Für Technik musst du Männer fragen, Frauen dürfen Männer schlagen, Männer nicht das gleiche Wagen. Darf eine Blondine Hirn haben, Männer fahren schnelle Wagen, Frauen ihren Kinderwagen, könnt ihr mir einmal sagen, wem das hilft? Der Industrie? Bestimmt. Die Klischees bedient, um uns zu formen, mit Normen und mit Konsum zu versorgen, der doch die Schere zwischen Arm und Reich vorantreibt und sonst niemand. So schließt sich der Kreis. Wir sind der lebende Beweis, dass Denken nicht oft genutzt wird, uns Beachtung zu schenken. So wichtig. So, wer bin ich? So, warum kann ich nicht jeden akzeptieren, wie er ist? Zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass wer mehr Analsex hat, macht weniger Kinder. Und weniger Kinder gleich weniger Menschen gleich weniger Sexismus gleich weniger unzufriedene Menschen gleich weniger Konsum und weniger Konsum gleich die Kluft zwischen Arm und Reich sinkt. Ergo, mehr Toleranz und Analsex senken die Kluft zwischen Arm und Reich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Den zweiten Text, den ich euch mitgebracht habe, der ist so ein bisschen passend zum Pride Month, wobei ich ihn auch mitgebracht hätte, wenn es jetzt nicht Juni wäre. Und der handelt von dem Thema Identität. Und bei mir speziell geht es auch immer um das Thema Gender-Identität. Genau, weil es mich persönlich betrifft und beschäftigt. Und ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass der ein oder andere sich generell auch im Text wiederfinden könnte. Wer bin ich? Die ewige Frage, wenn du mir immer vorschriebst, wer ich zu sein habe. Wenn der bloße Gedanke, ich sei kein Mädchen, dich anwidert und mich verstummen lässt. Wenn ihr doch so offen seid, tolerant, solange es andere anbelangt, aber nicht mich, doch nicht die eigene Tochter. Bildet sich schon ein, sie sei wie, ach wie albern diese Trends heutzutage doch sind. Bilde mir alles nur ein, will immer nur besonders sein und vielleicht, ja, vielleicht will ich das. Anders sein, weil alles, was Gleichsein mir beibrachte, Schmerz war und ein Gefühl von Trennung von mir. Vielleicht mag ich anders, weil ich zu Hause im Käfig saß. Vielleicht denke ich anders, weil gleiches Denken nichts voranbringt. Vielleicht fühle ich anders, weil schlechte Gefühle nie erlaubt waren.
Vielleicht traue ich mir nicht, weil mir nie zugetraut wurde, meinen eigenen Weg zu finden. Ich bin mal so, aber immer anders. Erfinde mich neu, doch bin mir nicht immer treu. Oft gehe ich zurück, nehme mir ein Stück Konformität, um nicht aufzufallen. Schon bin ich normal. Doch das Leben schmeckt so schal, wenn es nicht meins ist. Warum ist überhaupt wichtig, wer ich bin, wie ich bin für andere? Sind sie so am Schwanken selber, dass sie mich in meine Schranken weisen müssen, um sich nicht zu verlieren? Worauf baust du dir deine Identität auf? Aus Angst, nicht zu passen? Oder aus Freude, zu sein? Was auch immer dich bestimmt, wer auch immer du bist, sei dir gewiss, dass was du tust dich ändert, dass deine Entscheidungen dich formen, dass du entscheiden kannst, wie sehr du für dich oder für andere leben willst. Zumindest die, die dieses Privileg auf dieser Erde haben. Ich meine nicht, jeder soll unsozial und egozentrisch sein. Nein, ich meine, dass jeder zu sich selbst stehen darf und zu seinen Grenzen. Dankeschön. Ich habe ja schon angekündigt, es gibt noch einen dritten Punkt. Und zwar geht es um mein Theaterstück. Der Arbeitstitel lautet Willkommen in der Hölle. Freut euch drauf. Und genau, ich würde gerne mit euch zusammen das ein bisschen machen. Wenn jemand Lust hat, daran teilzunehmen, würde ich das gerne mit euch zusammen lesen. Gäbe es Leute, die Lust hätten, eine Rolle zu übernehmen? Okay. Ich bräuchte noch ein paar mehr Leute. So, ich werde schon mal ein bisschen was verteilen. Also ich bin Erzähler und Förderer. Wer möchte der Sekretär sein? Dann Banker. Ja. Veganer. Die 10 Nonnen züchtet christlich. Muslima. Aber wir brauchen noch ein paar mehr Leute tatsächlich. Also erstmal noch das Thema. Ja, das höre ich auch. Muslima, wer kann? Wer möchte ein Bankmanager sein? Geil. Das war's. Die sind nur von Banker und Veganer. Ich habe die Stellen markiert, farblich. Könnt ihr euch das schon mal angucken? Also, ich sage mal, welche Leute wir brauchen für die Szene. Und dann müssen wir jeweils die Mikrofone ein bisschen darauf anpassen. Im ersten Aufzug, in der ersten Szene, brauchen wir den Erzähler, den Pförtner und den Sekretär. Das bin zweimal ich. Ich bin Erzähler und Pförtner und Sekretär. Okay. Von rotem, flackerndem Licht erhellter Raum. Schatten ziehen an den Wänden vorüber. Wir befinden uns unten. Hektisches Treiben, Leute laufen durch die Gegend, Zettel fliegen. Hinten ein Tisch mit Sekretär. Dieser befindet sich im Telefongespräch. Pförtner. Ja, nein, ich weiß nicht. Ja, ich versuche es, ja. Aber
Gut, verstehe. Nein, okay, bis später. Was ist jetzt los da in der Mitte, dass wir so viele Neuzugänge haben? Scheinbar, als wäre das gesamte System zusammengebrochen. Das große Ereignis, wie es einst prophezeit wurde. Sie wissen nicht, ob die Mitte überhaupt noch existiert. Sind wir denn schon ausgerichtet auf so viel Gesindel? Ich fürchte, nein. Sepp versucht gerade mehr Fegeholz aufzutreiben. Leider sind die Reserven noch nicht wieder aufgestockt gewesen nach der ganzen Judenverfolgungsgeschichte. Diese, wie hießen sie noch, Hazis, hab ich besonders hier eine brennen sehen. Versteh nicht, warum sie Heil gerufen haben. Herauskommen sie ja doch nicht. Nach Adolf Hitler wundert mich das hier jetzt auch nicht mehr. Jetzt haben wir den Salat. Ich warte auf Kunde, wie wir weiter vorgehen sollen. Sekretär wartet, Fördner kämpft mit den Massen. Nach ein paar Momenten ertönt erneut das Telefon. Sekretär hebt ab. Ja, hallo? Ja, aha, ganze, Mitte in die Luft gegangen. Oben sieht's auch nicht besser aus. Ach so, gut, danke. Es ist offiziell, die Mitte existiert nicht mehr. Alle sind oben und unten aufgeteilt. Das ist ja der Wahnsinn. Revolution und Hicke darüber mitbekommen. Der Papierkram wird jetzt bestimmt abartig. Aber danach haben wir Urlaub. Für immer. Schließen die Äuglein zur Musik der Schreie, wärmen uns an Feuer, der das Gesindel beim Leibe verbrennt. Wie lange habe ich darauf gewartet? Es dauert mindestens 100 Jahre, bis wir das alles hier wieder in Ordnung gebracht haben werden. Zweite Szene. Veganer, Banker und Bordschleifen. Die zweite Szene. Vor den Toren von unten. Ein Veganer, ein Banker und Bordschleifen. Wo zur Hölle sind wir hier? Ich weiß es nicht, aber ich habe einen Termin um 3. Wenn ich hier nicht bald wegkomme, entgeht mir das Geschäft unseres Lebens und mein Chef bringt mich um. Das kommt mir ganz und gar falsch vor. Wie viel habe ich genommen? Hallo? Kann mir hier jemand erklären, wie ich hergekommen bin? Und am besten auch. Ah, sehr geehrter Herr Hortschleifen, schön Sie zu sehen. Kann ich nicht zurückgeben. Was wollen Sie? Kurze Frage meinerseits, wenn Sie es gestatten. Da ich mir nicht ganz sicher bin, nun ja, wo sind wir denn? Fleißig, aber nicht heller. Nun, es scheint, wir befinden uns im Unten. Ich habe nie dran geglaubt, doch ich bin mir nun ziemlich sicher. Na, immerhin haben wir es warm. Im Unten? Herr Hortschleifen, Sie beleiden zu scherzen. Das tat ich noch nie. Im Unten? Aber warum bin ich denn hier? Ich meine, Sie zwei haben ganz offensichtlich auf Kosten der armen Bevölkerung gewirtschaftet. Grauenhafte Konzerne wie Pestle unterstützt, die Umwelt mit Kaufhäusern niedergewälzt, vielleicht gespielt, wer weiß, gehurt. Ich bitte Sie, ich bin seit 20 Jahren glücklich verheiratet. Ganz offensichtlich sündhaft gelebt. Aber ich? Was hab ich bitte getan? Womit hab ich das verdient? Ich verstehe gar nichts mehr. Gut, sehr gläubig war ich nie. Vielleicht haben Sie meinen Hasen überfahren? Mit dem Fahrrad, ich lach mich weg. Eine Rechnung nicht bezahlt? Also ich glaube nun beim besten Willen nicht. Auf Kosten der hart arbeitenden Bevölkerung gelebt? Das nennt sich Studium. Einer dieser Denker, die den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen und nichts zum Fortbestand unserer Gesellschaft beitragen. Aber wenigstens auch nicht zu deren Untergang. Das verbitte ich mir. Also, mein lieber Herr, wir mögen ja nicht eine komplett reine Weste vorzuweisen haben, aber die Mitte haben wir schließlich noch nicht zerstört. Und warum sind wir dann hier? Das ist eine ganz ausgezeichnete Frage, Herr Hortschleifen. Ich kann lediglich Vermutungen anstellen. Vermuten Sie? Nun, wie Sie wissen, gab es eine angespannte Situation. Sehr angespannt. Ein Flitzebogen ist nichts dagegen. Nun hören Sie schon auf, ihm so in den Hintern zu kriechen. Jedenfalls wurde der Bogen wohl überspannt. Oh nein. Sie glauben? Ja, ich glaube. Uiuiui. Na ganz toll. Aber was soll's. Es nützt uns eh nichts mehr. Hier kommen wir nicht mehr raus. Ganz sicher? Wie sehr es mir widersteht, da muss ich dem Grünling wohl recht geben. Lieber grün als braun. Am Ende ändert es wenig, wie es scheint. Wir sind ja alle hier. Ich verstehe es immer noch nicht. Dritte Szene. Oben.
Es ist voll, nicht ganz so voll wie unten. Alle warten in Reihe und Glied vor den Toren. 10 Nonne. Person 1, Muslima und Petrus. Ich wusste doch immer, dass es wahr ist. Das was war es? Ja, nu, was denkst du denn, wo wir uns befinden? Weiß nicht. Komm, ein bisschen Fantasie. Das große Tor? Ja, der Typ, der da am Eingang sieht auch irgendwie ulkig aus. So wie ein Kostüm. Aha, was noch? Die Musik ist schön. Ist das eine Gitarre? Eine Harfe. Ah, das Ganze erinnert mich sehr. Ja, an einen Freizeitpark. Es ist wahr. Sag ich ja. Was ist wahr? Ja, was glaubst du, wo wir sind? In einem Freizeitpark. Wir sind oben. Wo oben? Na, ganz oben. Ich verstehe gar nichts mehr. Wir sind tot, verdammt! Oh. Oh. Ja. Was machst du jetzt mit deinem Leben, wenn ich tot bin? Nächste bitte. Oh, das bin ich! Wie heißen die? Die da Magda Hirwicht. Schöner Name. Was glauben Sie, warum Sie hier sind? Weil ich gläubig bin, immer gebetet habe, nicht getrunken habe, enthaltsam gelebt habe. Ja, das ist schön, aber warum sind Sie hier? Ich verstehe nicht. Ich habe Kinder unterrichtet. Besser? Einmal habe ich einen Maulwurf verteidigt. Der hat den ganzen Kirchhof umgegraben und der Pastor wollte ihn. Auch gut. Ich habe keine Kinder. Das liegt in Ihrem Ermessen. Also bin ich hier, weil ich anderen geholfen habe? Ja, das könnte ein Grund sein. Aber wissen Sie das denn nicht? Steht das nicht in Ihrem Buch, weshalb ich hier bin? In meinem Buch steht vieles, aber nicht der Grund, weshalb Sie hier sind. In meinem Buch kann beispielsweise stehen, wenn Sie einer alten Dame über die Straße geholfen haben. Dieser Umstand allein entscheidet, aber noch nicht über Ihr Schicksal. Sondern? Das Motiv. Eine Entschädigung, ein kleines Geschenk einer reichen alten Rentnerin. So wie Sie dieses Zeichen verwenden, bringt es Ihrem Seelenfrieden übrigens wenig. Wie meinen? Ist es bei Ihnen eher wie ein Trick als ein Bitten um Segnung? Aber ich mache doch alles richtig. Macht ja nichts. Ich mache ihn trotzdem auf. Willkommen im Oben. Hallo, treten Sie vor. Sie wissen, warum Sie hier sind? Ja. Respekt. Das wissen Sie wenigstens. Ich liebe ihn. Das sehe ich. Ach, Lava Sackler, Biki. Lava Sackler, Biki. Shukran. Afwan. Sei gegrüßt. Hallo. Weißt du, warum du hier bist? Nicht im geringsten. Das macht nichts. Sehr willkommen. Ja, ich gehe jetzt. Für die vierte Szene fehlen uns leider ein paar Leute, deswegen machen wir weiter mit dem zweiten Aufzug. Genau, für den zweiten Aufzug brauchen wir noch einmal, ach ja, mich, ich bin der Erzähler. Dann Pförtner, das bin auch ich. Banker. Und ich glaube, das war's tatsächlich. Ja. Unten, ein Gerücht macht die Runde. Pförtner und Banker.
tuscheln miteinander. Und Sie sind für sich wirklich ganz sicher? Ich schwör's bei mir in der Fähre. Ihre Fähre? Eine Pappfähre gleitet langsam über die Bühne. Beide schauen ihr dabei zu, wie sie wieder verschwindet. Dies fürs Übersetzen zum Feuer. Feuer? Nur wieder zum Thema. Ehrenwort, das ist für sich behalten, klar? Hab hier den Job zu verlieren. Spreng hier heime Informationen. Aber natürlich. Dieser... Wie kann das sein? Er hat uns doch alle in den Untergang gestürzt. Nu, vielleicht ist das bei der Gesindel hier fast besser. Also nichts für ungut, sie scheinen ja im Grunde kein allzu schlechter Kerl zu sein, aber was hier teilweise rumläuft, Mähne, Höhe, Mord nicht nur einmal, Vergewaltigung, eine Familie verkauft und selbst ein gutes Leben zu haben, was haben sie eigentlich gemacht, wenn man mal fragen darf? Ich schätze, ich war kein allzu guter Mensch. Frau Betrogen? Nein, aber nicht. Sich? Ja, wie? Ich wollte nie Bäcker werden. Aha. Sondern Schreiber. Ein Freidenker also. Ich liebe Literatur. Ich mag Vögel. Und Geschichten im Allgemeinen. Die sind so knuffig, wie sie herumfliegen. Schreiben ist wie ein Flug durch die kühle Nachtluft, der mich der Wirklichkeit enthebt, die Sinne schärft und die Welt erblühen lässt. Schön gesagt. Aber mein Beruf hält mich fern von dieser süßen Frucht. Warum haben Sie denn nicht geschrieben, wenn Ihnen so viel bedeutet? Ach, wissen Sie, ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Kunst nichts bedeutet, sondern Geld und Ansehen. Dann sind die wahrscheinlich auch hier unten. Ich weiß es nicht. Immerhin waren Sie glücklich, glaube ich. Bestimmt war Donald Dump auch nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich mag ihn irgendwie. Er ist so ehrlich in seiner Tyrannei. Fast unschuldig. Das war's heute von mir. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben.